Herzlich willkommen auf dem YouTube-Channel Der Pater. Heute geht's um Geheimnisse. Geheimnisse? Rätsel? Nein, ein Geheimnis ist kein Rätsel. Heute geht es um ein Gebet, und zwar um die Geheimnisse des Rosenkranzes. Geheimnistuerei? Was soll das denn? Die Kirche kennt das Rosenkranzgebet, dazu habe ich in einem anderen Videoclip auch etwas gesagt. Aber dieses Rosenkranzgebet hat sogenannte Geheimnisse, das heißt Momente aus dem Leben Jesu, die betrachtet, die durchmeditiert, über die man nachdenkt. Diese Geheimnisse bezeichnen dann auch die einzelnen Rosenkränze, die man beten kann. Es gibt insgesamt 4 offizielle Geheimnisse oder Rosenkranzgebete, die die Kirche kennt. Das erste ist der sogenannte freudenreiche Rosenkranz. Also was ist damit gemeint? Das ist der Rosenkranz, wo der Beter, die Beterin darüber nachdenkt, wie Jesus in diese Welt gekommen ist, wie er als Kind gelebt hat. Den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Wow. Unglaublich, Gott wird in einem Menschen Mensch. Den du, Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Ja, Elisabeth, das ist die Frau, die von Maria, von der schwangeren Maria, besucht wird, um ihr in ihrer Schwangerschaft beizustehen. Und als die beiden sich treffen, hüpft das Kind im Leib und voll Jubel, voll Freude beten die beiden Frauen. Oder Jesus, den du, o Jungfrau, in Bethlehem geboren hast. Ja, das Christentum ist eine Religion, die einen Sitz in einer Zeit und in einer Wirklichkeit hat. Es ist nicht irgendwie nur eine Idee, sondern Gott wird real, Gott wird Mensch. Es ist eine Religion, deren Spuren man hier auf dieser Erde in ihren Anfängen fassen kann. Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast, dargebracht hast. Also Jesus, der von Maria und Josef im Jerusalemer Tempel Gott geschenkt wird. Ähnlich unserer Taufe, die wir im Christentum kennen, wenn wir Kinder zur Taufe bringen. Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast. Dieser kleine Jesus, der mit 12 Jahren ausbüxt und seine Eltern ganz schön ins Schwitzen bringt. Und er sitzt im Tempel und mit den hohen Theologen diskutiert er. Und es wird schon erkennbar, dass der Geist Gottes auf ihm ruht. Diese Geheimnisse des freudenreichen Rosenkranzes zu betrachten, heißt zu verstehen, dass dieser Gott Mensch wird und wie ein Mensch in dieser Gestalt von Jesus von Nazareth aufgewachsen ist. Die lichtreichen Geheimnisse des Rosenkranzes oder der lichtreiche Rosenkranz, das ist ein Rosenkranz, der von Johannes Paul II. Erst vor wenigen Jahren eingeführt worden ist. Lichtreich deshalb, weil dieser Rosenkranz meditiert das Leben Jesu und seine Verkündigung. Das Licht, das er sozusagen in diese Welt bringt und uns selbst zu Kindern des Lichts macht. Jesus, der von Johannes im Jordan getauft worden ist. Als der Himmel sich öffnet, dieses Symbol der Taufe, Taube kommt und in der Taufe hört der Mensch Johannes, der ihn tauft, plötzlich die Stimme, das ist mein geliebter Sohn. Jesus, der bei der Hochzeit zu Kana sich offenbart hat, als er ein großes Zeichen gibt und Maria sagt, was Jesus euch sagt, das tut. Hören wir auf diese Mahnung Mariens, auf Jesus zu hören und zu tun, was er sagt. Jesus, der uns das Reich Gottes verkündet hat, die Kernbotschaft der Verkündigung Jesu, das Reich Gottes, das Gott immer mehr in allem, in mir, in meinen Gedanken, meinen Gefühlen, Beziehungen, meiner Familie, in meinem Arbeitsplatz, in meinem Land, in dieser Welt herrscht. Jesus, der auf dem Berg verklärt worden ist, wo sich schon zeigt, dass dieser Jesus mehr ist als nur ein Prophet, sondern der Sohn des Höchsten. Jesus, der uns die heilige Eucharistie geschenkt hat. Die Eucharistie, also das Abendmahl, in dem er bis heute selbst uns nahe kommt und uns speist. Dann gibt es den dritten Rosenkranz, die schmerzhaften Geheimnisse. Der schmerzhafte Rosenkranz, wie das Wort schon nahelegt, da geht es tatsächlich um sein Leiden und um seine Passion. Also um die Momente, wo es für Jesus wirklich
ans Eingemachte, gegen Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat, im Garten Gethsemane gebetet hat und gesagt hat, wenn dein Wille geschehen soll, dann bin ich damit einverstanden. Und wenn ich mich gerade auch in diesen Geheimnissen mit Jesus verbinde, wird das mir sehr viel bringen, denn dann werde ich merken, wie Jesus auch in meinen inneren Entscheidungen und Kämpfen, in meinem Blutschwitzen sozusagen mit dabei ist. Jesus, der für uns gegeißelt worden ist, brutal gefoltert. Vielleicht lässt uns das im Beten auch daran erinnern, dass auch heute noch Menschen verfolgt werden, gefoltert werden. Viele Brüder und Schwestern, auch gerade von uns Christen, noch brutal inhaftiert und verfolgt werden. Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. Ja, wir kennen diesen Jesus mit diesen Dornen auf seinem Haupt. Und auch das kann uns daran erinnern, dass es manchmal gerade unsere eigenen Gedanken sind, die wie Dornen in unserem Kopf stechen und sozusagen unser ganzes Leben ja, durcheinander bringen. Auch da Jesus mit hineinzunehmen. Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. Jesus sagt einmal, wenn du mein Jünger sein willst, dann nimm dein Kreuz und nimm es auf dich und dann geh und folge mir nach. Ja, auch das zu spüren, dass ich mit meinem Kreuz im Kreuz Jesu aufgehoben bin, dass Jesus dein Kreuz trägt, mitträgt. Wow. Und das bei einem Gebet zu verstehen, das einfach nur in der Wiederholung biblische Momente seines Lebens betrachtet. Jesus, der für uns gestorben ist, der für uns gekreuzigt worden ist. Ja, die Kernbotschaft, dass dieser ewige Gott uns so sehr liebt, dass er bereit ist, sein Leben zu geben. Und auch das kann mir gerade helfen, mein Leben zu geben für Menschen. Vielleicht jetzt nicht durch einen physischen Tod, aber durch die kleinen Tode von Entbehrung und Opfern, die ich bringe, damit andere Menschen Leben haben. Dann gibt es den glorreichen Rosenkranz, die glorreichen Geheimnisse. Ja, da geht es schon ein bisschen ums Freuden, um den Triumph. Glorreich, das sind alles so alte Worte, aber sie besagen nichts anderes als den Moment, in dem Jesus aufersteht. Denn der Tod ist nicht das Ende. Jesus, der von den Toten auferstanden ist. Jawohl, das Grab war leer und Jesus ist auferstanden, sonst wäre unser Glaube dummes Zeug. Und übrigens, wie könnte uns Jesus heute noch begegnen, wenn er nicht lebendig wäre? Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist, er ist bei Gott und nimmt unseren ganzen Mist, unsere ganze Menschlichkeit mit in einem Rucksack sozusagen hoch in den Himmel, damit es bei Gott aufgehoben ist. Und er bereitet uns eine Wohnung, damit wir am Ende unseres irdischen Lebens, das ja nur eine Durchgangsphase ist, wirklich dort oben ankommen können. Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Gerade in einer Zeit, in der wir als Christen und die Kirche als Familie Jesu so ringt nach Reformen, nach Erneuerung und den Heiligen Geist beten, dass wir nicht unseren Willen tun, sondern die Kirche so verändern, wie Jesus sie verändern will. Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel aufgenommen hat. Ja, Maria ist in den Himmel aufgenommen worden. Sie ist erlöst. Das ist das, was wir noch erwarten, hat sie längst bekommen, nämlich ganz beim Herrn zu sein. Ein wunderschöner Gedanke, ein wunderschönes Element, auch gerade im Gebet. Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. Ja, in der Apokalypse, also der Offenbarung des Johannes, hören wir von der Frau, die umkleidet ist mit 12 Sternen, den Mond unter ihren Füßen. Die Christen haben das immer auf Maria gemünzt und haben darin eben diese himmlische Frau gesehen, die Frau, die im Himmel für uns Fürbitte tut bei ihrem Sohn. Und hier sehen wir also in diesen vier Geheimnissen des Rosenkranzes, in den vier Möglichkeiten des Rosenkranzes, dass das ganze Leben Jesu sich einbindet in unser Gebet. Bete mit Jesus, damit Jesus in deinem Leben lebendig wird, dass du ihn tiefer kennenlernst, und zwar nicht nur aus der Heiligen Schrift, sondern vor allem aus dem, was er wirklich mit seinem Leben in dir bewirken wollte. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, abonniere ihn, mach Werbung, schick ihn weiter an Freunde, denn es ist gut, wenn wir
wie in einer großen Gebetskette verbunden sind und miteinander ihm nachfolgen.